Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, es ist ein Tag vor Ostern. Die Christen feiern Ostern als Fest der Auferstehung. Man könnte auch sagen, als Fest des Aufstandes gegen den Tod, der bekanntlicherweise den jungen Mann am Karfreitag mit der Hinrichtungsquälerei am Kreuz beschert war. Heute ist der Frieden wieder in Gefahr. 75 Jahre nach Kriegsende müssen wir uns eingestehen, dass neben den üblichen Gefahren, die es immer schon gab, neue hinzugekommen sind. Ein Krankheitsvirus hat die Welt in Atem gehalten bisher und wird das sicher noch Wochen, wenn nicht gar Monate tun. Der Coronavirus beschränkt auch unsere Möglichkeiten zu einem Ostermarsch, zu einem öffentlichen Willenssignal für den Frieden. Er beschränkt unsere Möglichkeiten. Insofern sind wir in diesem Jahr hier im Freien. Wir müssen Abstand halten und ich hoffe, dass wir bald wieder zur Nicht-Abstandhaltung in der Lage sein werden. Wir wissen, auch an Ostern 2020, Militär löst keine Probleme. Militär löst überhaupt keine Probleme, weder Klimaprobleme, noch Gerechtigkeitsprobleme, noch Armutsprobleme, noch Krankheitsprobleme und Seuchenprobleme. Wir müssen uns eingestehen, dass wir gerade zu Ostern, wenn wir das Fest des Lebens feiern wollen, mit Christen und Nichtchristen, dass wir zu Ostern auf die Straße gehen müssen. Wir können das leider nur zu zweit oder nur im begrenzten Rahmen mit Abstand halten. Aber wir müssen auf die Straße gehen, um deutlich zu machen, der Friede ist in Gefahr und er wird immer gefährdeter. Die Bundesrepublik ist dabei, neue Kampfflugzeuge zum Beispiel zu besorgen. Neue Kampfflugzeuge, die die Schrotttornados in Büchel und in Jagel, nicht weit von uns, ersetzen sollen. Kampfflugzeuge, die in der Lage sind, die neuen, die dann neu vorhandenen Atombomben, die zielgenauer treffen können als die bisherigen, zu transportieren und in das Ziel zu schicken. Vor einem Jahr war es klar, dass eigentlich diese Entscheidung unsinnig ist, dass diese Entscheidung lebensgefährlich ist und wir sollten mit allen Mitteln versuchen, sie zu verhindern. Der 8. Mai ist außer dem Osterfest ein Tag der Befreiung, den wir endlich auch als Tag der Befreiung begehen sollten, als Tag der Befreiung von den Übeln dieser Zeit. Und die Militarisierung unseres Denkens, unseres Handelns, unserer Außenpolitik und Sicherheitspolitik, die eine Unsicherheitspolitik, muss ein Ende haben. Deswegen, wir müssen zusammenstehen, wir müssen wieder auf die Straße gehen und wir werden das auch in Zukunft tun. Und wir müssen, solange es geboten ist, um die weitere Ausbreitung dieser Pandemie nicht stattfinden zu lassen, Abstand halten, so frustrierend das ist. Ich denke, wenn wir das tun, helfen wir denjenigen, die besonders betroffen sind, den geflüchteten jungen Menschen in Lesbos, auf Lesbos, den geflüchteten Menschen in Idlib, den geflüchteten Menschen im Gazastreifen. Im Gazastreifen ist die Pandemie endlich auch angekommen. Welch eine Katastrophe. Sie wird sich in diesem Open-Air-Gefängnis rasant ausbreiten, weil 2 Millionen Menschen auf der Fläche von Bremen können sich nicht unangesteckt bleiben. Es sind Katastrophen und wir müssen tätig werden. Ostern wäre ein Anlass und ist ein Anlass, und wir sind dabei.